So, und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Und zwar ist es diesmal kein Unboxing-Video, sondern es ist ein Sammlungsvideo. Ja, und zwar zeige ich euch meine gesamte PlayStation 3-Sammlung, was auch, wie ihr seht, hier schon vom kleinen Anblick her schon ziemlich genug ist, um zu zeigen. Normalerweise sollte das hier ein 150 Abonnenten Special werden, aber da ja ich nicht alle Spiele hatte, musste ich sie verschieben. Naja, fangen wir jetzt, würde ich mal sagen, einfach mal an. Ist nach dem Alphabet geordnet, das versuche ich dann auch wieder so hinzukriegen, hinzulegen später, dass ich es wieder so anordnen kann. Ja, auf jeden Fall, das erste Spiel ist, das hatte ich mal ein anderes Spiel gegen vier andere Spiele habe ich getauscht. Ja, jemand hat vier Spiele gegen ein einziges getauscht. Und zwar das erste von den vier Spielen war 50 Cent Blood on the Sands. Ich muss dabei sagen, keine Ahnung, ich habe es noch nicht angetestet. Ob es jetzt auf dem Index ist oder nicht, weiß ich auch nicht. Deswegen lasse ich einfach mal meine Meinung bisher sein. Ich will sagen, ich lege das jetzt einfach mal. Oh je, oh je, oh je, das wird spaßig gleich. Lege ich das mal hin. Das zweite Spiel ist, da muss ich dabei sagen, habe ich die Hülle von der Platinum-Version ausgetauscht und hab mir ein normales Cover ausgedruckt dafür. Und zwar ist es Assassin's Creed 1. Auch noch nicht angetestet. Muss ich auch noch machen. Deswegen keine Meinung dazu. Ich werde auch zu allen Spielen, außer auf den Spielen, die auf den Index sind und oder beschlagnahmt sind, meine Meinung dazu sagen. Ja, das dritte Spiel ist, ich sage jetzt dafür keine Nummer mehr, sondern sage jetzt einfach so, ist Batman Arkham Asylum, die Game of the Year Edition. Ja, geniales Spiel, muss man wirklich sagen. 96% von einem Magazin, von Game Informer, glaube ich, gekriegt, oder? Von Game Master gekriegt. Ja, ist auf jeden Fall ein Kauf wert, also wenn ihr das Spiel noch nicht habt. Game of the Year Edition auf jeden Fall lohnenswert zu sich holen. Dann haben wir auch direkt den Nachfolger, Batman Arkham City. Oh, das hatte ich ja auch unboxed, das Spiel. Richtig schickes Spiel. Natürlich der Nachfolger von dem Arkham Asylum, richtig genial. Dann haben wir hier Battlefield Bad Company. Hatte ich mir mal geholt, weil ein Kumpel zu mir gesagt hat, das ist nicht schlecht. Ist wirklich spaßig, das Spiel, also macht Spaß, hat guten Witz und ja, kann man nichts mehr so sagen. Bayonetta. Das wäre schon die Kamera ein bisschen schwer. Bayonetta. Devil May Cry-mäßig, was soll man da noch großartig so sagen? Devil May Cry ist immer gut, also kann man nichts Schlechtes dazu sagen. Dann haben wir hier den ersten Teil von Borderlands. RPG-Inhalte in einem Ego-Shooter. Immer gut, finde ich. Storymäßig, naja, ein bisschen nicht ganz so dolle, aber das hat ja der zweite Teil ausgeglichen. Und wenn wir schon vom zweiten Teil sprechen, Borderlands 2. Und mit den exklusiven Premium-Klappen-Inhalten, Zusatzinhalten, weiß ihr, könnt den Mechomancer bekommt er dabei. Auch 100% Uncut, wie man hier oben sehen kann. Ja, Story war um einiges besser, viel tiefgründiger und emotional sogar teilweise manchmal. Und manchen Stellen wird es richtig witzig, also Borderlands 2 lohnt sich auf jeden Fall zu holen. Mehr Waffen, mehr Inhalte, mehr von allem. Brutal Legend, geniales Spiel, hat mir sehr viel Spaß gemacht zu spielen. Auch mit einem berühmten Schauspieler und Ozzy Osbourne drin. Also wer Metal mag, wird dieses Spiel auf jeden Fall mögen. Bin ich mit der festen Überzeugung von. Dann haben wir hier Conflict Denied Ops. Habe ich geschenkt bekommen, also kann man nichts zu sagen. Ein Geschenken, glaube ich, schaut man nicht ins Maul. Dann haben wir hier für 5 Euro bekommen Dance Star Party. Lustiges Spiel für zwischendurch. Muss man natürlich den Move haben. Deswegen
unbedingt Moveware anschaffen. Dann ein Spiel, wo ich jetzt mich nicht zu äußern werde, weil es auf dem Index ist und ich weiß nicht, ob es auch beschlagnahmt ist. Deswegen lasse ich es jetzt einfach mal. Dead Island. Habe auch ein Unboxing zu gemacht, könnt ihr euch mal anschauen. So, haben wir die erste Reihe haben wir schon mal weg. Zweites Spiel, von der zweiten Reihe, das erste ist Dead Space. Dead Space 2 passierensweise. Mal dahin. Devil May Cry 4. Richtig geniales Spiel, also muss ich sagen, hat sehr viel Spaß gemacht. Und ja, auf jeden Fall lustig. Hat Dante drin und es hat Neo drin. Also leider auch das letzte Spiel von Neo gewesen. Hat keine Trilogie bekommen, wie die Gerüchte mäßig hieß. Dann haben wir hier die Doom 3 BFG Edition. Darüber darf ich ja jetzt wieder reden, weil Doom ja vom Index runter ist. Und ja. Doom 1 habe ich Let's Play mit Jump Snake, Doom 2 sind wir gerade dran, danach kommt noch Doom 3 als Einzelprojekt von mir. Wird auf jeden Fall noch sehr viel Spaß machen, sagen wir mal so. Dann haben wir hier ein Spiel, was ich nicht bis jetzt so nett gespielt habe, Dragon Age Origins. Kann ich nichts zu sagen, muss ich noch irgendwann mal spielen, wenn ich mal dazu komme, durch die ganzen Let's Plays und so weiter. Genauso wie diesen Teil, Dragon Age 2. Der Signature Edition. Muss ich auch noch antesten. Auch für 15 Euro mal gekriegt. Dann haben wir ein Spiel, was besser aussieht als alle anderen Dragon Ball Z Spiele. Dragon Ball Z Burst Limit. Burst Limit ist grafikmäßig natürlich der beste Teil von allen, aber gameplaymäßig finde ich irgendwie noch mit der schlechteste von allen Dragon Ball spielen. Dann haben wir hier Dragon Ball Raging Blast. Nein, Joe, Dragon Ball Raging. Einfach nur Dragon Ball Z Raging Blast heißen, weil es im Prinzip Dragon Ball Z. Und da sieht man auch, es hat Super Saiyan 3 Broly und Super Saiyan 3 Vegeta drin. Die gab es ja in der Serie nicht. Von daher sind sie hier drin. Und dann war ja auch hier, waren die beiden drin. Und dann gab es ja auch diesen Zusatz-Anime bei Dragon Ball Raging Blast 2. Das hier ist die Limited Edition. Die hat diesen, hat dieses, was soll man sagen, diese 3D-Hologramm von Son Gohan als Super Saiyan 2 drin, der gegen Cell kämpft. Beide Spiele wirklich. Super geniale Spiele. Dann Duke Nukem Forever. Finde ich persönlich. Hat sich auf jeden Fall gelohnt zu warten. Ist ein super Spiel. Also ich weiß nicht, warum da das Spiel alle Leute so schlecht machen. Das ist halt typisch Deutschland manchmal. Die machen alles nieder. Dann haben wir hier ESports Active 2. Eine Zeit lang gemacht. Danach die Übung alleine gemacht. Weil ich einfach finde, die Trainer sind da super so nervig drin. Also, man kann Besseres sich holen. Dann zwei Spiele, die ich gerne loshaben möchte. Also wer sie für jeweils 5 Euro haben möchte, kann sich gerne bei mir melden. Das haben wir FIFA 9 und FIFA 10. Wie gesagt, wer sie haben will, soll sich bei mir melden. Okay, da wird Spaß hier näher. Hier zusammenzufügen. Dann haben wir hier Final Fantasy 13. Final Fantasy 13 ist ein wirklich spaßiges Spiel. Habe ich angetestet. Alles bisher noch nicht so weit weitergespielt, wie ich gerne gewollt hätte. Eben halt wegen Let's Plays und so weiter. Aber macht auf jeden Fall Spaß, meiner Meinung nach. Genauso wie hier der Nachfolger Final Fantasy 13 2. Wäre schön, wenn du fokussieren würdest. Hallo, fokussieren. Aha. Final Fantasy 13 2. Auf jeden Fall lustig. Auf jeden Fall macht es Spaß. Ist ein tolles Rollenspiel. Kann man nichts
anderes zu sagen. Ja, dann haben wir hier Gran Turismo 5 Prolog. Was soll man so sagen? Probeversion von Gran Turismo 5 sozusagen, wozu wir auch jetzt kommen, Gran Turismo 5. Ja, macht Spaß. Real Driving Simulator kann man da wirklich so sagen, weil man hat wirklich eine ganze Menge damit zu tun. Wirklich. Kann man nichts so sagen. Dann haben wir hier GTA 4. Grand Theft Auto 4. Leider hat die Add-ons dazu gekauft, die ja auch sehr viel Spaß machen sollen. Aber ja. Dieses Spiel habe ich dann dazu bekommen, als ich meine PlayStation Slim bekommen habe. Heavy Rain. Habe ich wirklich nicht bereut, dass ich es bekommen habe. Also ist ein spaßiges Spiel. Hm? Komm, fokussieren. Dann können die Leute nichts sehen. Ah. Auf jeden Fall sehr viel Spaß, ein sehr spaßiges Spiel, emotional an manchen Stellen. Macht aber dennoch Spaß. Also so kann man kann nichts anderes sagen. Dann haben wir hier Killzone 3. Mit dem Move gezockt, macht sehr viel Spaß mit dem Move, also Hammer. Leider nicht durchgespielt bis jetzt, aber ich werde auf jeden Fall noch weiterspielen, noch irgendwann mal durchspielen. Versuche nochmal komplett drauf zu bekommen. So. Oh je. So. Dann haben wir hier Little Big Planet 2. Die Steelbook-Version, wo auch das der Move-Inhalt drin ist. Ja. Also. Eigentlich Spielermodus nicht durchgespielt, aber gab ja ein paar Spieldinger von mir und German Snake, also Custom Maps. Und die Custom Maps machen auf jeden Fall eine ganze Menge Spaß. Lollipop Chainsaw. Ja, fokussiere schon. Fokussieren. Aha, so. Kam mit dich da. Lollipop Chainsaw. Ne, macht Spaß, das Spiel. Ist ein Hack-and-Slash-Spiel, kann man sagen. Aber es hat so einen verrückten Soundtrack und so eine verrückte Story, dass ich es einfach haben musste, als ich den Trailer gesehen habe. Max Payne 3. Top Story. Habe auch schon durchgespielt. Allerdings bin ich momentan mit dem Let's Play ein bisschen in der Story dafür. Aber das wird auf jeden Fall noch nachgeholt. Dann haben wir hier Mortal Kombat vs. DC Universe, das ist ja nicht auf dem Index, deswegen kann ich was sagen dazu. Hammer Spiel, leider durch DC Universe ein bisschen abgeschwächt worden. Aber, naja. Auf jeden Fall wirklich nicht schlecht, dieses Spiel, Storyline-mäßig. Und auch vom Kampfstil her, halt abgeschwächtes Mortal Kombat. Wenn wir schon von Mortal Kombat sprechen, Mortal Kombat. Auch von Ed Boon unterzeichnet, da ist das ist ein bisschen abgegangen durch die Hitze bei der Gamescom. Vielen Dank, Gamescom, durch die Hitze. Aber dafür könnt ihr ja nichts. Naja, auf jeden Fall, das war bei meiner allerersten PlayStation dabei. Motorstorm. Leider nie so lange gezockt, weil ich Motorstorm nie so wirklich abgewinnen konnte. Und daher passe ich jetzt mit dem Review. Resident Evil 5 Gold Edition, haben wir ja DLC und Resident Evil 5 Let's Play, also ich und German Snake. Richtig cooles, richtig spaßiges Spiel. Resident Evil 6, habe ich ein paar Mercenaries Runs von gemacht. Macht auf jeden Fall Spaß, ist so, macht auf jeden Fall Laune. Dann ein Spiel, was sehr viel Kritik gekriegt hat von den Leuten. Operation Raccoon City. Kann ich jetzt nichts so sagen, weil es
leider Gottes auf den Index. Ist die Kopf sogar beschlagnahmt, also von daher nichts zu sagen. Ich dürfte Moraes, glaube ich, fast kaum die Namen erwähnen. Auf jeden Fall, der nächste Spiel ist Resistance Fall of Man. Hier auch, weil Platinum-Version war, hab ich das Cover ausgedruckt. Sieht auf jeden Fall viel besser aus als normale. Der erste Ego-Shooter, den ich auf der PlayStation 3 hatte, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Deswegen habe ich mir auch direkt Resistance 2 mir angeschafft. Ja, mit diesem richtig coolen Cover, was den Haupthelden auch als Monster zeigt. Wer den ersten Teil geliebt hat, wird den zweiten auf jeden Fall auch mögen. Und dann ist natürlich Resistance 3. Und eine andere Story hat. Warum, sage ich jetzt nicht, da würde euch das Spiel spoilern, von daher. Aha. Da würde euch das Spiel spoilern. Wie man sieht, PlayStation Move kompatibel, also könnt ihr mit dem Sharpshooter spielen. Macht auch sehr viel Spaß damit. Dann ein Spiel, was ich mir mit einem Kumpel zusammengeholt habe, Schlag den Raab, das zweite Spiel. Zweit oder so mehreren Leuten sehr spaßig, also da lacht euch teilweise kaputt, also da kann man echt nichts so sagen. Dann Super Street Fighter 4. Entschuldigung. Super Street Fighter 4. Keine Arcade Edition, muss ich mir noch irgendwann mal runterladen, damit ich Evil Ryo und so weiter habe. Ja? Geniales Spiel wird noch besser, haben sie recht. Also ich spiele allgemein Tekken, Street Fighter und allen möglichen Spiele, alles. Wenn wir schon von Tekken und Street Fighter reden, müssen wir auf jeden Fall über Tekken Cross Street Fighter oder Street Fighter Cross Tekken beziehungsweise müssen wir reden. Habe ich auch ein Unboxing so gemacht, so das Special Edition. Hammerspiel, Tekken-Modus, richtig genial. Ich habe ein paar Online-Matches online gestellt. Wenn ihr es sehen wollt, müsst ihr nur da mal nachsuchen. Dann das erste Soul Calibur auf der PlayStation 3. Soul Calibur 4 mit dem guten alten Darth Vader da drin. Der übrigens, könnt ihr gerne bei YouTube mal nachschauen, Chad Vader. Der Chad Vader spricht, spielt hier in diesem Spiel Darth Vader. Also schon recht lustig. Darf man so sehen, dass auch der Schüler aus The Force Unleashed ist drin. Dann haben wir hier den fünften Teil, wo auch Ezio dabei ist. Soul Calibur 5, habe ich auch ein Unboxing von gemacht, von der Limited Edition. Macht auf jeden Fall, beide Spiele machen eine Laune, obwohl ich finde, Soul Calibur 4 ist der schwächere von beiden. Bin ich ganz ehrlich. Tekken 6, das erste Tekken-Spiel auf der PlayStation 3. Fokussierst du wieder nicht? Ah. Das erste Tekken-Spiel auf der PlayStation 3. Sehr, sehr lange Ladezeiten. Dennoch macht es Spaß, auch wenn man die Ladezeiten nach einer Weile so genervt ist, dass man dann keinen Bock mehr hat. Viel besser ist es hingegen hierbei. Tekken Hybrid. Da ist ja, wie man hier so schön lesen kann, Tekken Tag Tournament HD, Tekken Tag Tournament 2 Prolog. Also, da spielt er nur Jin, Kazuya, Shoryu oder Lisa. Und dann ist auch der Spielfilm Tekken Blood Vengeance da drin, allerdings auch nur in Englisch. Alles dafür könnt ihr in 3D ja euch anschauen. Deswegen auch hier der kleine Bobble. 3D-kompatibles Spiel. Und 3D-kompatibler Film, sozusagen. Dann haben wir hier wieder ein ausgedrucktes Cover, weil ich ja keine normale Box dabei hatte. Tekken Tag Tournament 2. Ausgedrucktes Cover. Und dann einfach in die Hülle reingetan. Könnt ihr euch auch nochmal angucken hier innen drin. Damit ihr auch seht, dass es auch das echte Spiel ist. Spaßiges Spiel. Muss ich auch noch ein paar Runden von uploaden, online oder offline.
scheißegal. Dann ein Spiel, worüber ich nicht reden darf. The Darkness 1. Und ein Spiel, worüber ich reden darf, allerdings ist, glaube ich, auch zensiert hier in Deutschland. Und hier ist die unzensierte Version. The Darkness 2. In der, ich versuche irgendwie drauf zu bekommen, Limited Edition habe ich auch unboxed. Da war ja auch das Steelbook bei. Ich sage jetzt mal nichts dazu, weil ich kann schlecht was darüber sagen. Ich weiß nicht, ob ich sagen darf und so weiter und so fort. Aber egal. Kommen wir zum nächsten Spiel. The Fight. The Fight ist ein speziell für den PlayStation Move entwickeltes Spiel. Ist ab 16, also wer sagt, Move ist nur für kleine Kinder, der lügt. Weil das Spiel ist hier, ist PG-16 auch, ist in Deutschland ab 18. Also wer sagt, Move ist nur was für Kinder, dieses Spiel ist richtig hammerbrutal an manchen Stellen, also fließt richtig auf Blut. Also wer sagt, ist für Kinder, der hat für mich keine Ahnung, bin ich ganz ehrlich. Dann haben wir hier ein Spiel, was durchaus für Kinder ist, als ich für 5 Euro gekriegt habe. The Shoot. Auch für PlayStation Move. Ist sowas wie, ja, wie soll man sagen, wie die Dead-Spiele und wie Resident Evil, HD Chronicles, Darkseid Chronicles, Umbrella Chronicles und so weiter. Ist ein richtig cooles Spiel, drehen wie ein Film. Also, wer den Move hat, sollte dieses Spiel auf jeden Fall mal ausprobieren. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Dann ein Spiel, was ich nie in eine andere Box reingetan habe. Weil ich mich, wofür ich mich auch nie wirklich interessiert habe, was auch bei der Tauschauktion dabei war. Und das ist Rainbow Six Vegas 2. Keine Ahnung, wie es ist, habe es nie wirklich angetestet, weil war wie gesagt bei einer Tauschauktion dabei. Da hat es mich nicht interessiert. Das nächste Spiel ist ein 10-Euro-Spiel gewesen. Tron Evolution hat auch Move-Funktion, alles nur an manchen Stellen, was ein bisschen doof ist. Aber es macht Spaß, manche Stellen ein bisschen frustrierend, aber trotzdem wirklich nicht schlecht. Also mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich werde euch auch nur meinen Sammeln zeigen. Dann haben wir hier noch in der Premium Edition Box. Oder Platinum Edition Box, sorry. Aber dafür ein anderes Cover. Und das ist Uncharted. Uncharted 1, was es hat. Auch wieder ausgedrucktes Cover, weil ich diese Platinum Cover nicht leiden kann. Geniales Spiel, geniale Charaktere, geniale Story, kann man nicht anders sagen. Ist sozusagen das moderne Tomb Raider. Kann man wirklich so sagen. Dann haben wir hier Uncharted 2. In der Steelbook-Version, Limited Collector's Box. Gibt aber auch eine Uncharted 2 andere Box. Aber noch bessere Grafik. Die Story ist noch mal ein bisschen besser als im ersten Teil. Ein guter Nachfolger, wie ich finde. Dann haben wir hier Uncharted 3. Musste logischerweise kommen. Naughty Dog. Auch wenn man besseres erwarten, auch in 3D spielbar, wenn ihr einen 3D-Fernseher habt. Online-Pass ist dabei, wenn ihr online spielen wollt. Nochmal genialere Story. Wird ein bisschen auf die Vergangenheit von Sully und Drake wird erzählt. Und ja, eigentlich ein perfekter Abschluss einer Trilogie. Und jetzt kommen wir, wer sich für Wrestling interessiert, kann ab jetzt abschalten. Nämlich ab jetzt ist das normale Spiel-Ding ist vorbei. Jetzt kommen nur noch Wrestling-Spiele. Das erste Wrestling-Spiel ist Legends of WrestleMania. Ja, was soll man sagen? SmackDown vs. Raw 2009 Charaktere kannst du importieren. Plus Legenden wie Stone Cold Steve Austin, The Rock, Mr. Fuji, Bret the Hitman Hart, Ultimate Warrior, Mr. Perfect, The Big Boss Man, Jack the Snake Roberts und so weiter und so fort. Also kann man wirklich nichts Besseres kriegen, wenn man sowas. Und man kann die Geschichten neu schreiben, sie neu definieren oder sie nacherleben von früher. Zum Beispiel das berühmte
Big Boss Man gegen Mr. Perfect Match kann man zum Beispiel in ein Leiter-Match umwandeln. Dass dann der Big Boss Man gewinnt. Also, gar nicht mal so schlecht. Dann haben wir sozusagen nochmal ein Legendenspiel. WWE All-Stars. Mit dem Bonusinhalt des Million-Dollar-Pack habe ich ja auch mal in Box. Over-the-top-Spiel, aber lustigerweise mit viel, viel besseren Voice-Over als manche Smackdown-Spiele. Das ist schon manchmal genial, also. Da sieht man auch so ein bisschen die Liste. John Cena, Hulk Hogan, Randy Orton, Ultimate Warrior, Undertaker, Andre the Giant, Triple H, Matchman, Randy Savage, Rey Mysterio, Stone Cold Steve Austin, Sheamus, The Rock, Dummies, Bret the Hitman Hart, Shawn Michaels und sehr viel mehrere. Also wirklich over the top Action im Stile von TNA Impact. Macht sehr viel Laune. Dann haben wir hier SmackDown vs. Raw 2011. Ja, typisches SmackDown-Spiel. Wie man sieht, es war schon die Waffen-Engine war da drin in 2011. War besser als in 2012. War auch erstmalig die Waffen-Engine dabei war. Auf jeden Fall sehr cool gemacht, dieses Spiel. Alles natürlich besser als 2011 ist natürlich WWE 12, wo auch The Rock direkt dabei war bei der First Edition als spielbarer Charakter. Da gab es dann diese Story mit der WCW, die neu auferstehen wollte. Bigger, Better, Better. Mit neuen Moves, mit neuen Erstellmöglichkeiten, zum Beispiel Creator Arena. Erste Mal dabei gewesen. Und dann bei WWE 13, der First Edition, war dann auch hier der Stone Cold Steve Austin Eintritt mit neuem Outfit, der Mike Tyson als Rebounder, der und CM Punk mit seinem Ice Cream Bar T-Shirt dabei. Und dann gab es halt auch den Championship Editor, das ist, wie man hier so schön sieht, ist Special Referee wieder drin, die Acquit Matches sind drin, ihr könnt eure eigenen Moves im Limb-Target-System auswählen, also alles viel, viel besser gemacht, als es früher mal war. Ihr seht auch, Multiplayer kann man jetzt um einiges mehr spielen. Ja, ich würde sagen, das war das Unboxing-Video, wollte ich schon sagen, ja. Nee, ein Unboxing-Video ist das hier nicht. Ich würde sagen, das war meine PlayStation 3-Sammlung. Könnt ihr euch nochmal so den Berg an Spielen nochmal anschauen. Ist echt heftig manchmal. Ja, und dann würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Könnt ihr mal einen Kommentar hinterlassen. Wenn ihr mal FIFA 9 und FIFA 10 haben will, jeweils 5 Euro. Das sollte ich bitte bei mir melden. Und dann tausche ich mir Adressen aus. Beziehungsweise Kontonummer gebe ich euch dann und dann könnt ihr mir das Geld überweisen oder wie auch immer oder PayPal überweisen. Auf jeden Fall, ich bedanke mich jetzt fürs Zuschauen und man sieht sich beim nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüss.